Zwei Männer, zwei Fahrzeuge, ein Ziel, schneller sein als der andere. Der Weltmeister im Stabhochsprung, Raphael Holzdeppe, gegen den Schwimmweltmeister von 2005, Marc Warnecke. Ein Smart Brabus Electric Drive gegen ein Go-Kart. Wer macht das Rennen hier beim Champion des Jahres in Apulien? Der Smart leicht im Vorteil. 102 PS schlagen die 81 Pferdestärken des Karts. Und am Steuer sitzt mit Warnecke ein Hobby-Rennfahrer, also durchaus erfahren auf dem Asphalt. Holzdeppe macht das mit seinem Ehrgeiz wieder wett, aber am Ende reicht es nicht ganz. Warnecke gewinnt. Ja, die Fahrt war an sich gut. Am Ende haben mir vielleicht ein paar PS gefehlt, um wirklich Marc einholen zu können. In den kleinen Kurven habe ich wirklich einen Vorteil gehabt, da habe ich gemerkt, ich kann da ohne viel Gas wegzulassen wirklich durchfahren, da musste Marc dann noch ein bisschen abbremsen, aber sobald es ja auf die langen Geraden ging, da habe ich dann auf einmal seinen Arm schon wieder im Nacken gespürt und auf einmal war er dann auch wieder weg gewesen. Ich bin überrascht, wie viel Schub das Ding hier hat, gerade weil es ein Elektrosmart ist, deswegen hat er so viel Schub, aber ich hätte nicht gedacht, wie viel es wirklich ist. Und das andere ist, in den engen Kurven war der erstaunlich schnell, also da dachte ich sogar, Raphael könnte mich überholen oder sowas, aber da hält der Smart gut mit oder kann auf Distanz halten und dann auf den langen Geraden habe ich so viel Druck gehabt, da war ich dann einfach weg und die schnellen Kurven macht der sehr gut und muss man wirklich sagen, macht er wirklich sehr gut und von daher hat er dann keine Schnitte gehabt. Beim Champion des Jahres im Robinson Club Apulien können die rund 80 Spitzensportler nach einer harten Saison entspannen und Spaß haben und sich auch mal in ungewöhnlichen Sportarten beweisen und ihre Kräfte messen.